Mein Vater hat 1965 eigentlich die Firma gegründet als Einzelunternehmer und Ein-Mann-Unternehmen. Wir sind mit unseren Unternehmen und unseren Baufirmen mitgewachsen bis zum heutigen Zeitpunkt, wo wir derzeit 10 Mitarbeiter haben, zwischen 15 und 17 Baumaschinen und natürlich unsere LKW-Flotte. Für einen Palfinger war das eigentlich eine einfache Entscheidung. Man horcht sich in der Branche um, hat diverse Erfahrungswerte und so sind wir eigentlich auf die Entscheidung gekommen. Stärken von unserem neuen Kran ist, dass wir natürlich jetzt einen sehr innovativen Kran haben, der technisch sehr viele Möglichkeiten hat. In Kombination mit dem Fahrzeug glauben wir, dass wir da eigentlich unsere Palette abdecken. Ja, Kranfahrer bin ich eigentlich deswegen geworden, weil es ein interessanter Job ist. Kindheitstraum schon, LKW, Kran, alles habe ich schon gesehen. Und natürlich ist das jetzt natürlich der Traum, den was man sich erfüllt. Besonders gut ist das, dass der Kran eigentlich kompakt und sauber zusammengerannt ist. Also es ist nichts schlampert oder hängen irgendwelche Leitungen umeinander, sondern wenn du ihn zusammenlegst, das schaut alles sauber aus, dass du nirgendwo einhaken kannst. Also am Palfinger TEC-7 gefällt mir das neue Profil eigentlich sehr gut. Schaut super alles aus und funktioniert auch tadellos. Das B-Profil, das ist schon Wahnsinn. Also das ist schon das Profil, wo ich sagen muss, da läuft wirklich viel cool. Von Poolheben bis Schalungen heben, Container verführen, eigentlich alles, was man so braucht, was für den man einen Kraneinsatz hat, haben wir alles gemacht. Ja, es ist eine neue Serie von dem Kran, hat natürlich alles erfüllt, was ich mir vorgestellt habe. Funktioniert tadellos, also kann nichts Schlechtes sagen. Palfinger.